Im Altaigebirge kündigt sich der Winter mit aller Macht an. Schon Anfang Oktober sind die Berge mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Nur wenn die Sonne genügend Wärme spendet, lassen die Bergkutsche ihre Adler ins Freie. Die Greifvögel sollen Energie tanken, ehe es zu den Berggipfeln hinaufgeht. Die Jagdsaison hat gerade erst begonnen. Und die Adlermänner sind zum ersten Mal wieder auf der Pirsch. Dem Bergkutsche ist die Beizjagd so wichtig, dass sie sogar ihre Schamanen bedrängen, den ersten Schneefall herbeizurufen, wenn dieser allzu lange auf sich warten lässt. Die Bergkutsche können sich kein Leben ohne Beizjagd vorstellen. Sie behaupten sogar, dass einst ihre kasachischen Vorfahren schon als Adlermänner auf der Erde erschienen. Die Jagdgesellschaft macht sich auf den Weg zum Gipfel des mit rund 4000 Metern höchsten Berges der Umgebung. Ein Wolf auf dem Streifzug. Wölfe sind die begehrteste Jagdbeute, aber nicht jeder Adler wagt es, diese wehrhaften Tiere anzugreifen. Vom Gipfel aus haben die Bergkutsche einen Überblick über mehrere Täler. Die Arbeit der Jagdtreiber weiter unten zeigt schon bald Erfolg. Ein Fuchs taucht aus seinem Versteck auf. Die Jagd ist eröffnet. Der Jäger muss die Beute so rasch wie möglich erreichen, noch bevor der Adler den wertvollen Pelz zu sehr beschädigt. Die Bergkutsche verwenden zur Jagd nur Adlerweibchen, denn diese gelten im Vergleich zu den Männchen als deutlich aggressiver. Die Greifvögel haben eine Spannweite von mehr als 2 Metern und ein Gewicht von etwa 7 Kilogramm. Im Sturzflug erreichen sie Geschwindigkeiten bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Und mit ihren sprichwörtlichen Adleraugen sehen sie um ein Mehrfaches schärfer als jeder Mensch. Die Bergkutsche jagen normalerweise keine Wölfe, da diese ihre wertvollen Adler verletzen oder gar töten können. Der Nahrungsmangel des letzten Sommers hat unter den Viehhirten jedoch große Verluste verursacht. Um zu vermeiden, dass der Wolf weitere Tiere reißt, schicken die Bergkutsche ihre Adler los. Der erste Angriff hat den Wolf überrascht. Während ein Adler versucht, ihn bewegungsunfähig zu machen, attackiert der zweite die Kehle des Wolfes.
Und wieder müssen sich die Jäger beeilen, denn der Wolfspelz ist besonders wertvoll.